griechisch-römischer Ringkampf. Für Kreis Wladimir Potriano. Für Leipzig-Dauerhaken Darius Wedekind. Für Greiz steht auf der Matte Matthäus Birzanowski. Und für Leipzig-Tauerhaken Dustin Scherf. Griechisch-Römischer Ringkampf für Rotation Greiz Brian Davis. Und für Leipzig-Tauer Marco Scherl. Kilogramm Freistil für Rotation Greiz Ratoslav Kisir. Leipzig-Tauer Paul Scherspitz. Den ersten Kampf 74 Kilogramm im griechisch-römischen Ringkampf. Für Kreis Toni Stade. Und für Leipzig-Tauer kämpft Max Stur. Für Kreis Konstantin Sommer. Und für die Wettkampfgemeinschaft Leipzig-Dauer Jan Richtstein. 84 Kilogramm griechisch-römischer Rekord. Tommelinke für Kreis. Und noch ein Tom aus Leipzig-Dauer Tom Timara. Kilo Freistil für Rotation Greiz Adam Sopierei. Und für Leipzig-Dauer Franco Büttler. 96 Kilogramm. Griechisch-römischer Ringkampf. Boris Eisenstein Greiz gegen René Fitt. Leipzig-Tauer. Und im Superschwergewicht bis 120 Kilogramm im freien Stil Sebastian Wendel Greiz gegen Nico Graf Leipzig-Tauer. Zuschauer, liebe Gäste, ich darf herzlich begrüßen am heutigen Abend den Kampfrichter Herrn Stefan Döring aus Stralsund. Herzlich willkommen hier in Sachsen. Und liebe Sportfreunde, liebe Gäste, gestatten Sie uns noch einen kleinen Einwurf. Und zwar gibt es heute ein Geburtstagskind. Unser erfolgreichster Ringer in der zweiten Bundesliga der Wettkampfgemeinschaft Leipzig hat heute Geburtstag. Dustin Scherf, er wird 25 Jahre jung. Herzlichen Glückwunsch! Verbunden mit den besten Wünschen für seine leistungssportliche Laufbahn und auch für seine berufliche Laufbahn. Und natürlich wünschen wir ihm heute Abend einen Sieg. Ich bitte jetzt die Mannschaft zur Begrüßung und dann wegtreten bis auf den ersten Kampf.
begrüße natürlich auch ganz herzlich die Trainer beider Mannschaften. Aus Greiz, den ehemaligen Spitzenwinger Tino Hempel. Und auch wir Leipziger Taurer haben erfolgreiche Ringer als Trainer. Ex-Europameister Jürgen Hebel und den Spitzenwinger Thomas Weidner. Herzlich willkommen. Gegen Wladimir Kotrian, 22 Jahre alt, Vizemeister in Moldawien, Vize-Europameister der Kadetten und Teilnehmer bei Europa an Weltmeisterschaften. Sehr erfolgreich. Mit technischer Überlegenheit Wladimir Kotrian über Darius Wedekind, den wir Erfolg wünschen, erkämpft Boden bei einem großen internationalen Nachwuchsturnier in Kleinostheim. Wir wünschen Darius dafür alles Gute für morgen. Kampf der Giganten für Greiz Sebastian Wendel und für Leipzig Taucher Nico Graf. Partner! Partner! Partner!
Sebastian Bendel ist 22 Jahre jung. Bei den deutschen Meisterschaften 2011 belegte er den dritten Platz. Er war bei den deutschen Meisterschaften der Männer 2012 auf dem fünften Platz, er war deutscher Juniorenmeister und ist mehrfacher Thüringer und mitteldeutscher Meister. Sebastian Bendel! Matthäus Vincenowski.
platziert. Geschuldet auch den neuen Wettkampfregeln, aber wir vertrauen hier den Unparteiischen Herrn Thüring aus Stralsund, dass die Entscheidung richtig war. Stehen sich gegenüber.
80 Taucher im griechisch-römischen Ring ab. Sieger mit technischer Überlegenheit, Boris.
Eisenstein, Rotation 1. Brian Tillis, Rotation 1 gegen Marco Scherf, 66 Kilogramm, keine Schäumische, Ringkampf. Hey!
3.
Zeit. Power! Power! Power!
Spitzbringer, Rabuslawski, das Sieg hier den 18-Jährigen. Sieger, Schulersieger, Radoslav Kisil gegen Top Zimara Leipzig Tauber. Oh!
Sicherheitsgurten Kreis. Kampf stellt sich jetzt gegenüber Toni Stade, Rotation Kreis gegen Max Stur, Wettkampfgemeinschaft Leipzig-Tauber. Thank you.
Zittauer. Yeah.
Tor, liebe Zuschauer. Dieser Kampf vorüber, auch der Mannschaftskampf. Aber in diesem Kampf wurde Sieger mit 14:0 Punkten. Jan Rischstein, die Wettkampfgemeinschaft. Liebe Zuschauer, ich darf Ihnen das erklären. Der Kampf wurde. Am 23. November 19:30 Uhr hier in der Lemmlingstraße. Wir wünschen Ihnen einen guten Nachhauseweg und vielen Dank, dass Sie unsere Kampffreunde hier besucht haben. Auf Wiedersehen. Kommt aus Kreisjahr, ne? Ja. Die Videos oder Bilder, können Sie die irgendwie einem zuschicken? Mit dem. Was? Schickst du an euren Verein oder was? Oder hast du eine E-Mail-Adresse da? E-Mail-Adresse kann ich dir auch geben. Ja, gib mir die, ja. Ja, schreibe ich auch, ja? Ja, klar.